Hallo und herzlich willkommen zurück zu EU. Ja, wir haben jetzt noch 4 Level vor uns. Dann haben wir alles, was im Endeffekt überarbeitet worden ist, uns nochmal angeschaut. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen einfach mal rein und sehen direkt schon wieder neue Gegner. Also neu für das, was wir jetzt bisher gemacht haben in der überarbeiteten Version. Was zum Teufel sind das für schleimige Wesen? Hast du nicht gesagt, wir wären gerettet? Da habe ich mich wohl verrechnet. Das müssen die Gefolgsleute unserer Zielperson sein. Eju, du musst die Aliens an Bord auslöschen. Ich werde versuchen, den Kontrollraum zu erreichen. Wir müssen das Sicherheitssystem zurückerobern. Deshalb haben mich die Verteidigungssysteme des Raumschiffs verletzt. Richtig, Eju. Und jetzt geh, stell dich ihnen mit all deiner Entschlossenheit. Ich werde mit dir in Kontakt bleiben. Du kannst es schaffen, Eju. Ich werde dich von hier aus unterstützen. Wenn du mehr Ausrüstung brauchst, komm vorbei. Ich muss mich bald auf den Weg machen. Ja, Ausrüstung. Achso, ich warte da drauf, bis das... Das war nicht so günstig, was ich hier gerade gemacht habe. Da kommen wir aber auch sonst nicht weiter, ne? Okay. Hallöchen. Nein, ich laufe da nicht nochmal durch. Einmal da drauf. Nein. Kommt der her? Hallo? Ich muss da nochmal runter. So nicht, mein Freund. So nicht. Nein. Och. Jetzt wollte ich ganz clever sein und das alles in einen Sprung machen. Obwohl, ich kann ja auch direkt hier rüber. Das war dieses Level, wo ich so viele Herzattacken hatte, nachdem es neu gemacht worden ist. Ich kann mich wieder daran erinnern. Oh. Weil die nämlich immer dann aufgetaucht sind, wenn ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, dass da irgendwas kommen könnte. So wie jetzt. Ich sag schon gar nichts mehr dazu. Da kommen wir hoch. So. Ich habe übrigens nochmal so ein paar Kleinigkeiten verbessert. Ja. Schieb rüber, komm. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten verbessert bei mir. Ich hoffe, dass das jetzt alles so ein bisschen besser läuft. Ich habe jetzt insgesamt 5 Leben, wie ihr seht. Ja, ich bin ganz stolz drauf, dass ich ein halbes Leben mehr habe. Na, wenn der da so festgeklemmt ist, dann nehme ich den nicht mit. Sonst hätte ich den noch mitgenommen. Ich finde es ja super, aber es macht mich gerade auch unheimlich nervös, dass da oben jetzt eine Anzeige ist mit einer Zeit. So, euch nehme ich noch mit. Ach, das war dieses... Oh, und ich wollte da extra drauf springen hier. Ja, und das war nicht so clever, was ich gerade gemacht habe. So, du auch noch. Nein, geht weg von mir, geht weg von mir. Yep, und einmal rüber. So, sehr schön. Du schleimiges Etwas, bleib, wo du bist. Ich denke, ich muss nach links rüber. Ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass jetzt irgendwas Böses kommt, aber ich sag's lieber nicht. Weil sonst kommt tatsächlich was Böses. Da wollen wir aber, glaube ich, lieber nicht rein unten, oder? Ah, ich glaube, hier kam ein Battlekampf. Ja. Oh. Und das Schlimme war, dass das Ding von links immer auf mich drauf geschossen hat. Das heißt, da darf ich jetzt nicht zu weit nach links gehen. Uhu. Nein, du sollst es kaputt machen. Ha! Ja. Ah, jetzt haben wir eine Teleportation. Sehr schön. Aber die hat uns jetzt zurückgesetzt, oder? Nee. Das sieht nur so aus. Da müssen wir jetzt runter wieder. Okay.
Sehr schön. Theoretisch können wir noch nach oben. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, Aber wir gehen mal unten. Ja, unten ist das Ziel. Ja, naja, ich hätte oben nochmal rüber gesollt. Also da konnte man sicher noch irgendetwas einsammeln. Hundertprozentig. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt stehe ich auf den Schlüssel. Ich will den ja mitnehmen. So. Einmal die 12. Wo sind die Pfeile? Ich brauche Pfeile für den Anfang, ob ich da rechts oder links muss. Na gut, hier war es jetzt. Ah, eindeutig. Hallöchen. Nein, nicht wegmachen. Warum müsst ihr denn jetzt hier direkt mit so vielen anfangen? Da habe ich jetzt gerade gar nicht mit gerechnet. Ich will die Schraube haben. Das ist doof. So. So. Da noch. Du kommst ja so hoch. Lalalala. Ich bin gar nicht mehr da. Da ist links, glaube ich, jetzt gerade. Ne, Moment. Jetzt zeigen sie mir aber an, dass ich nach rechts muss. Wieso muss ich jetzt nach rechts? Ah, okay. Deswegen. Ah, nee. Schlüssel müssen wir mitnehmen. Das geht nicht anders. So. Da gehen wir hin. Nein. Nein. Wollt ihr mich veräppeln? So nicht, meine Freunde. Oder Gegner, wie auch immer. Ist das Ding jetzt wenigstens kaputt gegangen? Weil ich habe da jetzt ein paar Mal drauf ge... Nein, natürlich nicht. Boah. Leute, nicht mit mir hier. Ganz ehrlich. So. Dann hätte ich vielleicht doch vorhin einmal nach links gemusst, wa? Was ist denn, wenn ich jetzt da... Na, da geht's, glaube ich, nicht weiter, oder? Ich gehe erstmal hier hin. So. Also, da geht's weiter, aber da geht's jetzt, Was ist denn mit euch nicht in Ordnung hier? Hui. Tschüss. Ah ja, genau, da konnte ich durchlaufen. Das war übrigens auch neu. Das gab's vorher nicht. So, weg mit euch. Euch mögen wir auch nicht. So, rot. Also nach da sollen wir nicht gehen. Oder heißt das, wir sollen nach da gehen und sollen uns töten lassen? Wer weiß, wie das gemeint ist. So, von dir brauche ich nichts. Ich gehe dann schon mal. Tschö. Dann bin ich jetzt hier. Die brauchen wir noch nicht. Ich wusste, es kommt wieder was. Und dann auch noch so schnell. Die Schweine. Oh. So. So. Kann ich dich noch nehmen? Ja, ich kann ihn noch nehmen. Ja, geht das denn noch? Oh, ein bisschen mehr, kein Thema. Ja, das ist das Ziel. Wir haben die Invasion überlebt. Wir haben sie überlebt. Und wieder was geöffnet. Sehr schön. Ich muss immer noch mal gucken. Doch, ich stehe unten. Okay, dann geht's jetzt weiter. Und Level 14. 13, Entschuldigung. Ich gucke auf 14 und drücke auf die 13. Ejo, wir werden das Schiff verlassen müssen. Es sind zu viele von ihnen. Das Raumschiff bricht gleich auseinander. Was? Wie soll ich diesen verdammten Papierflieger entkommen? Ich bin in der Mitte des Schiffs. Nicht weit von dir befindet sich ein Hüllenbruch. Das Treibstofflager wurde ziemlich schwer getroffen.
Vielleicht kann man eine Explosion erzeugen, die die Schiffshülle durchbricht. Du willst, dass ich das Treibstofflager in die Luft jage? Das kriege ich auch einen Schluck auf. Wie sollte ich das jemals überleben? Du wirst es schaffen. Du bist robust genug gebaut. Was ist mit euch? Wie werdet ihr entkommen? Mach dir keine Sorgen um uns. Wir nutzen die Rettungskapsel im Kontrollraum. Großartig. Typische, unverzichtbare NPCs. Ja, was soll man dazu sagen? Wir werden hier mal wieder kräftig verarscht von unseren Kumpels. Ah, ich wollte gerade sagen, das schaffe ich noch, damit zu laufen. So, da gucke ich aber lieber erstmal. Achso, die kommen nicht mehr. Aber hier kommt bestimmt... Battleground! Nein! Warum müssen die mal genau dann weggehen? Wenn ich es überhaupt nicht gebrauchen kann. So. Holla, die Waldfee. Ich habe mich jetzt so erschrocken vor dem Großen gerade. Aber da wir ja schon sehr viel aufgelevelt haben, war das zum Glück nicht ganz so schlimm. Hat mich da gerade nicht von oben was beschossen? Achso. Ich habe gedacht, auf das Rohr kann ich drauf springen. Kann ich natürlich nicht drauf springen. Ich kam mich nicht durch. Naja, das war so mies. Das war so richtig mies gemacht. So. Uah. Das habe ich so richtig gehasst hier, diese Stelle. Weil man nämlich überall in die Lava rein kann. Und dann immer wieder Gegner hier reinkommen. Also dazwischen kommen. Moment, da oben müssen wir. Also müssen wir nicht, aber... So. Ich versuche natürlich, so viel wie möglich hier einzusammeln. Da oben haben wir noch eine Schraube. Ich habe eine Schraube locker, aber das ist was anderes. Ich wollte eigentlich springen, aber so geht's auch. Hallöchen. Tschüss. Was war das? Hilfe! Achso, die greifen uns an. Ja, klar. Ich bin gerade gedanklich total... Gehen wir jetzt eigentlich wieder zurück? Aber ich glaube nicht, oder? Moment. Da konnten wir, glaube ich, nochmal hoch. Kamen aber nicht weg. Hallo? Nein, nein. Och. Ich habe gerade schon Panik gehabt hier. Also kamen nicht weg im Sinne von... jetzt kommt der gerade hoch, wo ich hier runterspringen will. Im Sinne von, kamen wir nicht weiter, das meinte ich jetzt eigentlich. Dann hatte ich das noch richtig im Kopf. Dann müssen wir nämlich jetzt hier weiter. So. Und da haben wir dann auch grünes... tschüss! Hallöchen? Keine von den Großen mehr, bitte. Da kriege ich leichte Herzattacken bei. Boah. Ich denke mir dann immer, oh, die sind so schlimm. Die machen mich jetzt kaputt. Boah. Da weiß ich noch, als ich das erste Mal hier durchgesprungen bin, dass ich die Entwickler für bekloppt erklärt habe mit den ganzen Minen. Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Ihr Schweine. Es hat sich gerade angehört, als ob ich hier eine Mine hochgehen lassen habe. Ja, es war so klar. Es war so klar. Ich mache euch alle platt hier. Du auch noch. Und du. Und da kommt von hinten schon wieder einer. Nein, nein. Block. Block, du Sau. Wieso kann ich nicht blocken? Jetzt kannst du blocken. Jetzt, wo der schon wieder weg ist, oder was? So. Achso, warum will ich das einsammeln, wenn ich das erste schon nicht einsammeln konnte? Ja, 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 ist ja gut. Ich hätte zweimal springen sollen. Ich hab's ja verstanden. Manchmal ist es...
Manchmal kriege ich hier leichte Herzattacken. So. Ich weiß nicht, ob da... da ist das Ziel. Ich bin mir nicht sicher, ob da rechts jetzt noch was gewesen ist. Ich laufe da mal eben hin. Ich weiß, damit versaue ich mir die Zeit. Okay, da war nichts. Okay. Ich dachte, vielleicht kann man da noch was einsammeln. Und wenn es nur ein Schräubchen gewesen wäre. Ich hätte es gerne mitgenommen. Ja, und damit sind wir bei Level 13 durch. Und kommen zum letzten Level von den Leveln, die neu gemacht wurden, nämlich zu Level 14. Eju, bist du in Sicherheit? Ich bin fast am Treibstofflager. Crowbar sagte, dass ich dorthin kommen kann. In Ordnung. Wir sehen uns auf dem Boden. Unser Ladenschiff landet in diesem Moment. Besuch uns, wenn du dort bist. So ganz cool. Ja, falls es überleben solltest, besuch uns einfach. Kannst dir auch was kaufen. Ava, Crowbar, geht es euch gut? Mir geht es gut, Crowbar. Crowbar wurde beim Betreten der Kapseln getroffen. Ich werde versuchen, ihn zusammenzuflicken, aber wir können die Rettungskapsel nicht kontrollieren. Wir wissen also nicht, wo wir landen werden. Ich melde mich später bei dir. Okay, pass auf dich auf. Und jetzt Zeit, den Treibstoff des Schiffs in die Luft zu jagen. Ja, dann lasst uns mal was in die Luft jagen. In die Luft jagen ist immer gut. Allerdings nicht, wenn der andere uns hier in die Luft jagen will. Hä? Hallo? Ach, die schießen. Ich hab grad fast was anderes gesagt. Ich hab dich gesehen. Ich will die Schraube haben. Ihr Schweine. Jetzt. Geht doch. Oh. In dem Moment musste er das natürlich gerade loswerden, ne? So. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich muss hier durch. Nee, ihr seid blöd. Das Ding jagt mich gleich in die Luft hier. Nee. Ich wollte aber eigentlich mit dessen Hilfe hier hoch. Ich wollte aber eigentlich ohne fremde Gewalteinwirkung da hoch. So, Moment. Einmal das. Ja, ja, ja. Ach, der unten schießt da die ganze Zeit. So. So. Die will ich noch. nicht gut. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt da fallen lasse. Haha, hier oben erwischte mich nicht. Haha. trotzdem ist das scheiße. So, das war jetzt nicht so, wie es geplant war, aber funktioniert auch. Habe ich dann festgestellt. Oh, wollt ihr mich denn veräppeln hier? Oh. Nein. Geh weg. Geh weg, ich mag dich nicht. Okay. Na, ach so, da ist was drunter. Hahaha. So, das nehmen wir mit, dann... Ich weiß noch, wie mich das beim ersten Mal total bekloppt gemacht hat. Und das macht es heute immer noch. Weil man hier so schräg... Ah, dich nehmen wir mal mit hier. Weil man hier so schräg guckt. Hui! Puff. Das war knapp. Moment, halt, stopp. Die müssen wir auch noch mitnehmen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt... Da kann ich nicht rum. Hab das blockiert. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Wie komme ich denn da? Hallo? Kann ich dich wegmachen? Wie soll ich denn da runter? Leute, das ist blockiert. Hallo? Ich hätte das vorher wegstoßen sollen, oder? Oh. Okay, so geht's auf jeden Fall auch. Sehr schön. Da komme ich nicht rum. Da komme ich rum. Da, das Ziel.
Ah, sehr schön. Ja, ich gebe zu, es ist zu lange her. Ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wie man da jetzt... Ich dachte vor allen Dingen, dass ich nicht runterfallen durfte. Im Endeffekt wäre das jetzt nicht so schlimm gewesen, weil der Boden gewesen ist. Aber ich dachte die ganze Zeit, ich darf da nicht runterfallen. Dementsprechend habe ich mich da so ein bisschen pikiert, darunter zu springen. Dann ist alles in Ordnung. Ja, ich habe es heute leider noch nicht rausgefunden, warum wir jetzt hier zwei Herzchen haben. Es kann sein, dass wir beim ersten Mal dadurch vielleicht eins mehr bekommen haben, also ein Leben mehr bekommen haben. Aber ich habe absolut keine Ahnung mehr. Ich habe auch ehrlich gesagt damals nicht darauf geachtet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir die letzten vier Teile dann auch nochmal durchmachen durften. Und ja, es hat sich doch einiges dann nochmal geändert in einer Folge. Ich glaube, in der vorletzten war es jetzt, also in dem Level, da hätten wir noch ein bisschen anders laufen können. Habe ich leider ein bisschen verpennt, weil ich gedacht habe, naja gut, ich glaube, unten kommt man noch nicht weiter, sondern oben kommt man weiter, aber letztendlich war es dann doch unten. Und naja gut, dann sind wir halt ins Ziel gelaufen. Aber da könnt ihr auf jeden Fall auch noch einen ganzen Teil entdecken. Ja, die Folge heute ist jetzt nicht so lange, obwohl wir vier Folgen gemacht haben. Doppelt so stolz bin ich dann auf mich, weil ich nämlich weiß, wie lange diese ganzen Folgen gedauert haben beim ersten Durchlauf. Na gut, doppelt so stolz ist natürlich relativ, ne? Wir hatten damals nicht den verbesserten Speer, wir hatten nicht den Schild und der macht wirklich, also der Speer natürlich auch, weil der macht mehr Angriff, aber der Schild macht natürlich auch einiges aus, weil dann kann man die Gegner einmal so schwupps zusammenschieben und dann kann man alle Gegner, sag ich mal, vier, fünf Gegner auf einmal weghauen. Und das ging halt damals nicht. Da hatte ich den Schild noch nicht, wenn ich mich richtig erinnere zu dem Zeitpunkt. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, entweder, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, grindet ein bisschen oder setzt euch einfach ins Menü. Das dauert natürlich wesentlich länger, aber das geht auch. Setzt euch ins Menü und dann drückt ihr drauf auf die Bits und Bytes und sammelt die dann da ein. Ich mach's mal so, mal so. Also wenn ich wirklich was erreichen möchte und was Neues kaufen möchte, manchmal setze ich mich hin, gucke nebenbei einen Film und drück die ganze Zeit. Manchmal habe ich aber auch die Zeit und kann mich dann da dran setzen und spiele dann tatsächlich auch die Level. Geht natürlich auch schneller. Je nachdem, welche Level es sind, je nachdem, was ihr da bekommt, das ist ja teilweise auch so ein bisschen random da drin. Deswegen, ja, macht es einfach, wie ihr möchtet, wenn ihr soweit seid, wenn ihr es selber spielt. Und ja, ich würde sagen, wir haben dann das soweit alles erledigt. Und dann komme ich jetzt wohl nicht drum herum, das eine Level wieder zu probieren. Also es wird auf jeden Fall da eine neue Folge geben, sobald ich es geschafft habe, da weiterzukommen. Nur wenn ich natürlich, ich sag mal, drei Tage die Aufnahme starte und trotzdem nicht weiterkomme, das müsst ihr euch dann natürlich nicht mit ansehen. Sondern ich verspreche euch, dass wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall, also die ich hochladen werde, auf jeden Fall dann auch weitermachen werden. Auf die ein oder andere Art. Das sage ich jetzt schon mal. Sollte ich es wirklich partout gar nicht schaffen, dann würde ich das mal überspringen ausnahmsweise. Aber ich hoffe immer noch, dass wir es herausfinden werden, wo das Ziel ist. Ich meine, ich hatte am Ende auch herausgefunden, wo das Ziel ist. Kam dann aber nicht hin, weil ich mir immer so ein Quäntchen am Ende gefehlt hat, so an Leben. Mal sehen, wie es jetzt läuft, weil Leben habe ich ja jetzt auch wieder so ein halbes mehr und ja, dann schauen wir mal. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.